Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge meiner brandneuen Reihe Lern aus deinen Fehlern, in der ich versuchen werde, euch anhand eines Gameplays zu zeigen, was ich richtig oder aber auch falsch gemacht habe und wie man die jeweilige Situation besser hätte lösen können. Heute spiele ich eine Runde Festungen auf der Karte Rig, was nichts anderes als das typische Domination ist. Es gibt also drei Flaggenpunkte und je mehr man einnimmt, umso mehr Punkte erhält das Team. Und gleich am Anfang laufe ich nicht zum Keller, also der nächsten Flagge, weil dort schon ein paar Allies hinlaufen. Ich rasche lieber gleich vor zur B-Flagge Nest, damit wir gleich von Anfang an den Gegner unter Druck setzen können. Komischerweise hat aber mein Team nicht die Flagge einnehmen können, weil sie anscheinend durchgelaufen sind, um zwei Gegner zu killen. Das kann ich recht gut an dem Counter im Rautensymbol erkennen. Hier sehe ich, dass der Keller weiter eingenommen wird, aber nachdem ich keinen Ali von mir unten auf dem Radar sehe, werfe ich eine Granate rein. Letzten Endes kann ich den Gegner hier ausschalten, weil er seine Shots nicht trifft. Hier bin ich absichtlich nach hinten ausgewichen, damit er keinen One-Shot-Kill erzielen kann. Das Streugewehr oder die Shotgun hat keine allzu große Reichweite, wodurch ich mit meinem Sturmgewehr immer einen Vorteil habe, solange ich meine Distanz wahren kann. Immerhin konnte mein Team die C-Flagge in der KG-Basis einnehmen, sodass wir jetzt kurz alle drei Flaggen dominieren. Allerdings konnten wir schon sehen, dass der Gegner das Nest übernimmt. Ich schnappe mir hier schnell die Shotgun und versuche dann, mich zwischen den zwei Flaggen von uns aufzuhalten. Je nachdem, welche Flagge wir verlieren, gehe ich dann dorthin. Außerdem kann ich so mit etwas Glück auch einen Ground Pound in Richtung Keller ausführen. Hier hitte ich den Gegner zwar nur ein wenig an, aber mit der Shotgun kriege ich dann letzten Endes doch noch den Kill. Jetzt versuche ich die Flagge wieder einzunehmen, aber der Gegner schmeißt Granaten auf mich. Hier ist es dann klüger auszuweichen, um die Schilde wieder zu regenerieren und dann erneut anzugreifen, denn allein ein Treffer mit der Magnum würde mich hier schon killen. Hier ist es wirklich immer sehr hilfreich, wenn man die Plattform hochläuft, da man hier schön den kompletten Bereich des Killers einsehen kann. Nachdem wir wieder zwei Punkte haben, kann ich mir schnell die beiden Pulsgranaten im Tunnel schnappen, die sich perfekt für diesen Spielmodus eignen. Denn entweder kann ich einen Direktkill erzielen oder zumindest einen Bereich wie die eigenen Flaggenpunkte absichern. Zwar sehe ich jetzt, dass der Keller wieder übernommen wird, aber leider habe ich alleine keine Chance mit meiner Shotgun. Da hätte ich eindeutig die eben eingesammelten Pulsgranaten auf die Flagge werfen müssen, anstatt reinzulaufen. Ein ziemlich grober Fehler von mir. Dafür kommt jetzt aber ein kleiner, aber feiner Trick, wie ich Nest verteidige und viele Gegner kann man so sehr leicht überrumpeln. Man kann nämlich über die Kisten hier einfach hochklettern. Und wie ihr seht, rechnen beide Gegner nicht mit mir und ich kann das 1 gegen 2 gewinnen und die Flagge wieder einnehmen. Das fordert ja geradezu einen Teebeutel von mir heraus. Bisher läuft die Runde sehr gut für uns und ich hänge mich hier einfach mal an den Ali ran, damit wir die KG-Basis einnehmen können. Und in Halo 5 ist es wirklich sehr schwer, eine Unterzahlsituation zu gewinnen. Das sieht man recht deutlich auch an diesem Fight hier. Nachdem ich bisher keine großen Möglichkeiten für meine Shotgun gesehen habe, schnappe ich mir die Battle Rifle, mit der ich dann auch sehr schön die Gegner beim Keller unter Beschuss nehmen kann. Da ist es nicht so schlimm, dass ich die beiden anderen nicht kille, denn die Teamkollegen kommen ja bereits von der Seite und erledigen den Rest. Hier lasse ich mich leider killen, obwohl ich ihn auf dem Radar schon lange vorher gesehen habe. Aber er hat eine Maschinenpistole, die im Nahkampf deutlich besser ist als mein Sturmgewehr. Und außerdem hatte ich mich auch verschätzt und dachte, er läuft auf der oberen Ebene Richtung Nest durch. Schlauer wäre es gewesen, mich weiter rechts zu halten und das runde Objekt als Schutz für meine linke Flanke zu benutzen. Denn so war ich auch nicht vor gegnerischem Feuer aus Richtung der KG-Basis geschützt, ein fataler Doppelfehler. In der Deathcam sehe ich noch, wie ein weiterer Gegner zur Flagge kommt, weswegen ich hier mit meinem Granaten versuche, einen von den beiden zu erwischen. Leider treffe ich aber nur meine Alis, aber nachdem bereits zwei von meinem Team dort sind, laufe ich lieber zurück und hole mir wieder die Pulsgranaten, um dann gleich durchzulaufen und die KG-Basis wieder einzunehmen. Hier sehe ich, dass von links Schüsse kommen, aber nachdem ich keinen Gegner dort sehe, laufe ich weiter vor. Leider kommt meine Pulsgranate zu spät für den Direkttreffer und ich versuche mit dem Sturmgewehr den Gegner noch zu erwischen. Leider ist er aber viel zu weit weg und ich hätte besser auf meine Magnum wechseln sollen. Hier habe ich dann sogar noch etwas Glück, dass mich der nächste Feind nicht optimal trifft und ich hinter der Säule ihn ein wenig hinhalten kann, bis ich nachgeladen habe. In letzter Sekunde kommt ein Ali und rettet meinen Hintern, sodass wir letztlich doch noch die Basis einnehmen können. Wieder die Battle Rifle aufgenommen, versuche ich den Keller anzuvisieren, aber schon kommt von rechts ein Gegner. Mit der Granate kann ich dann hier den Kill einfahren, unter anderem deswegen, weil er zu sehr mit meinen Teamkollegen beschäftigt war und nicht mehr schnell genug wegrennen konnte. Hier versuche ich wieder einen Ground Pound, aber es ist kein Gegner da. Macht nichts, dann nehmen wir eben den Keller ein. Und was ist denn hier passiert? Ich habe nur den Granatenwurf gesehen und dachte, dass er von weiter hinten aus dem Gang kam. Doch es war vielmehr ein getarnter Gegner, den ich völlig übersehen habe. Das ist die große Stärke des Power-Pickups aktive Tarnung, wodurch man unsichtbar ist, solange man nicht eine Waffe abfeuert. Hier kann er sogar noch meinen Ali hinter mir killen und somit uns beide überrumpeln. Sehr starker Move von ihm. In Halo 5 kann man wirklich sehr gut über die Ansagen hören, was passiert. Hier höre ich zum Beispiel, dass die Gegner gerade den Keller einnehmen und mein Ali sich die Railgun-Pickerwaffe geschnappt hat. Deswegen kann ich mich also auf den Keller konzentrieren und versuche mit dem Boost-Jump den Gegner zu überraschen. Das hätte auch beinahe geklappt, doch wieder mal mache ich Bekanntschaft mit dem Streugewehr. Aus der Distanz habe ich keine Chance.
und wieder eine 2 gegen 1 Situation für uns, die wir kaum verlieren können. Ab jetzt seht ihr etwas, das man auf keinen Fall so machen sollte. Ihr schießt beim Sturmgewehr auf Gegner, die viel zu weit weg sind und die ich so niemals killen werde. Hier muss ich eindeutig auf meine Magnum wechseln, die auf größere Distanzen erstaunlich stark und präzise ist. Zumindest können wir 2 weitere Festungen einnehmen und liegen mit 70 zu 30 eindeutig vorne. Auch von dieser Position kann man mal versuchen, einen Ground Pound anzusetzen. Leider ist nur kein Gegner in der Nähe, aber schaden kann es trotzdem nicht. Jetzt bekomme ich Schüsse in meinen Rücken und versuche erstmal defensiv mit meinen Granaten den Weg zu mir abzuschneiden, damit ich dann mein Schild wieder regenerieren kann. Hier kann ich euch auch immer nur empfehlen, auch mal kurz in die Hocke zu gehen, weil ihr dann vom Radar des Gegners verschwindet. Deswegen kann ich dann auch zum Ground Pound überraschend ansetzen und zumindest den Schild vom ersten Gegner zerstören. Gleich darauf kommt es hier zum 1 gegen 1, bei dem ich versuche, erst das Schild abzuschießen, um dann mit dem Nahkampf ihn zu erledigen. Leider verfehle ich den ersten Schlag, aber er zum Glück auch, sodass ich am Schluss doch noch als Sieger hervorgehe. Danach übersehe ich aber erneut einen Gegner, der mich von hinten angreift, weil ich zu beschäftigt mit meinem Ground Pound Versuch bin. Somit kann er mich sogar mit einem Shoulder Charge in der Luft erledigen. Das kommt wohl auch nicht alle Tage vor. Aber alles halb so schlimm, da wir ohnehin schon so weit vorne sind, dass wir die Runde beinahe gewonnen haben. Hier gehe ich erneut über die Kisten zum Nest und siehe da, wir können den Gegner mal wieder überrumpeln. Und jetzt mache ich es auch etwas besser als vorher und benutze die Magnum für die Gegner beim Keller. Ich kann einen der Gegner zweimal anhitten und weiß, dass ich nur noch einen Schlag zum Kill benötige. Deswegen laufe ich auch aggressiv nach vorne und kann ihn so erledigen, obwohl er wieder mal mit dem Streugewehr einen Treffer landet. Diese Runde geht an mich. Interessant ist hier, dass anders als in anderen Spielen in Halo 5 der Fortschritt beim Einnehmen eines Punktes nicht verloren geht. Wie ihr sehen könnt, hatte ich das Nest ja schon beinahe eingenommen und konnte jetzt noch nachträglich den letzten Rest hier schnell noch auffüllen. Es lohnt sich also extrem, auch immer die Rauten und den jeweiligen Fortschritt im Auge zu behalten. Am Ende kann ich nochmal einen One-Two-Punch anbringen und sogar noch mit der Pulsgranate einen Direktkill einfahren. In der Endkarte können wir sehen, dass wir nicht nur sehr offensiv die meisten Flaggen eingenommen haben, sondern auch viel mehr Verteidigungen auf dem Konto hatten. Was man beim Verteidigen von Festungen alles beachten sollte und wie man das am geschicktesten anstellt, das alles zeige ich euch beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat dieses neue Format sehr gefallen und wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr über ein Like von euch freuen und schreibt mir doch auch mal unten rein, was ihr in den nächsten Folgen sehen möchtet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Good Game und auf Wiedersehen.